Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einer neuen Angezockt oder Vorstellung, wie man dazu sagen möchte, von Another Side, wie ihr gerade gesehen habt. Ich habe es noch nicht gespielt, ich werde es jetzt zum ersten Mal mit euch spielen. Ich werde das Video ungerendert hochladen. Ich nehme gerade mit einer sehr hohen Videobitrate auf, in 4K. Dass ihr das so seht, wie ich es auf der PlayStation bzw. an meinem 4K-Monitor hier auch sehe. Jo. Es wird nicht gerendert, es wird kein Intro, kein Outro, gar nichts. Reines Gameplay-Material lade ich hoch. Also drücke die Optionstaste. Schon mal nicht Englisch, das ist schon mal sehr gut. Mal spielen, Extras. Mein Headset piept. Moment, ich muss das mal laden. So. Ist ja cool. Die schwarze Katze sah geil aus. Golden. Golden hat Over, der. Oh. Das ist doch. Kommt mir irgendwie bekannt vor, mit dem Atomzeichen vorne drauf. Ist da irgendein Superheld? Sieht doch auch so aus. Ich komme aber nicht auf den Namen. Oh, geil. Ich weiß noch nicht. Oh, die sieht auch geil aus. Einstellungen. Musik. Musik machen wir mal die so ein bisschen drunter. Untertitel, ja. Vibration, ja. 4K-Auflösung. Ja. Das ist kaum sichtbar ist. Also bei euch ist es kaum sichtbar, bei mir hier jetzt. Ich würde jetzt so sagen. Also bei euch ist es ein Stück heller, aber bei mir hier nicht. Bestätigen. Steuerung wollen wir nicht. Bestätigen. Zurück. So, und dann machen wir mal ein neues Spiel. Bin mal gespannt. Ich bin ja immer noch der Hoffnung, dass vielleicht von Alice Madness Return vielleicht nochmal ein neuer Ableger kommt. Weil das hat mir damals auf der PS3 riesen Spaß gemacht. War schön düster. Ist ja auch wieder so. So wie ich es mitgekriegt habe. Also so ein Alice-Verschnitt. Und wenn schon so düstere Katzen mit bei sind, also die Grinsekatze dann so düster, dann. Wird das bestimmt geil werden.
Ich habe mich von dem, ich habe mich da jetzt nicht so viel spoilern lassen vom Spiel. Also bevor das Spiel kam. Also bevor das Spiel kam. Also erschienen ist. Also erschienen ist. Weil ich die ersten Bilder sehr interessant fand. Deutscher Untertitel. Deutscher Untertitel. Schade, dass es nicht komplett in Deutsch ist. Warte, den PSN kostet, kann ich euch aber auch gerade nicht sagen. Schon zu lange her. Ich habe sie ja ausgesucht, schwarz. Geil! Das wird auch so übernommen. Weiß nicht, die Grinsekatze, weil sonst würde sie grinsen. Was haben die für komische Augen? Irgendwas anderes, also nicht so Alice. Oder? Machen. Aber warum läuft die so langsam? Die Bilder habe ich gesehen, so sah das in etwa aus, von links nach rechts. Mit der Katze. Und das sah halt ein bisschen düster aus. Okay. Wonderful. Now I'm talking to animals. Not a good sign. Not at all. Halt. Erstmal hier weitergehen, ob hier noch was ist. Ne, hier ist nichts. Der Katze. Hoppala. Kann ich es ja nachholen. What's the matter with my eyes? I can see with my eyes closed. But that's impossible. Cool, wieder mit Rätseln und so. Jetzt müssen wir erstmal die Katze wieder wechseln. Da, gucken wir, was hier ist.
wir denn hier? Wir waren nochmal zurück. Ich hab da was gesehen. Ja, die Katze bewegt sich ein bisschen klotzig. Hoppala. Ach Mann. Ach Mann. Ich stelle diese Fähigkeiten, okay. Ah. Puh. Puh. Ich hab nicht gegeben. I'm sure things will go back to normal when I reach the surface. No more colored sounds and no more talking to cats who can understand what I'm saying. It was loud. How strange. If there are trains, that means I can't be far from the surface. Come on, let's find this exit once and for all. Hey, pussycat. Hey. Hey. Hmm. Okay. Ich kann mit der Katze jetzt aber hier nichts. Hey, Pussycat. Well, I'm in better shape than I thought.
bin mit normal springen drüber gekommen. Ist schon mal gut. I told him it was his fault. He was shocked, then angry. And I got angry too and left him with his beloved rocks. I ran off towards the sunlight. Then something collapsed inside me. Everything collapsed all around me and I fell. And then you found me. I wish I hadn't said those hurtful things. I just want to say sorry. He's all right. You're a good listener, you know. Nobody ever listens to me. Where are you going? Come back. Let's wait together. Oh, please don't leave me. Jetzt im Inneren der Erde oder? Oder? Erde oder? Ist geil gemacht, muss ich echt sagen. Geil gemacht, muss ich echt sagen. Ist das keine Grafikbombe? Ist das keine Grafikbombe? Also die Katze will hier hoch. Ah, jetzt da geht's. Ah, jetzt da geht's. Where are you going? Ah, scheiße. Please, ah, scheiße. Don't leave me alone. Oh, great. Not exactly the direction I was hoping. Hey, Puss. It looks like half of Tower Bridge. But what happened to the other half? Hey, Puss. Hey, I wonder where
Trophäe. Trophäe. Müssen wir mal gucken, hat das überhaupt Platin? Hat das überhaupt Platin? Weil da fragen ja auch mal viele nach. Da fragen ja auch mal viele nach. Nö. Nö. Ah, hier ist. Hier ist. Geht dran vorbei, Herr Rand. Also wenn das jetzt aber hier wirklich nur Bronzetrophäen sind, dann wird das Spiel bestimmt nicht so lange sein. Müssen wir dann auch, muss ich dann bald mal aufhören, weil sonst, zocke ich das mal durch. Na gut, nicht ganz, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ach, fuck. Och. Och. Die Katze steuert sich ein bisschen... Klotzig. Klotzig. Ach Mann. Ach Mann. Boah, Scheiße. Boah, Scheiße. This place is in need of some serious maintenance. Muss mit der Katze da durch.
try squeezing under here. Don't worry, I'll keep it raised. Also sind es immer kleinere Levels, wo man irgendwas machen muss, um weiterzukommen. Also keine großen, komplexen Levels. Ah, jetzt mussten wir hier Wasser runterlassen, damit wir weiterkommen. Und wenn wir wieder zurück wollen, können wir auch dann, oder wir müssen wahrscheinlich wieder zurück, dann müssen wir dahin und dann hoch und das Hebel betätigen, dass das Wasser wieder hochkommt. Mhm. Gut, jetzt sehen wir schon mehr. Jetzt müssen wir auch wieder hier mehrere Maschinen benutzen. Ich mach mal so. Sieht ein bisschen angenehmer aus, wenn ich mit der Katze bin. So, dann würde ich mich hier jetzt auch erstmal einen Schlussstrich ziehen. Also ich finde es echt cool gemacht mit den Rätseln und so. Es ist jetzt kein armfüllendes Spiel, oder was du halt so Assassin's Creed-mäßig was über mehrere Tage spielst, oder kein Alice Madness Return. Hat auch kein Platin, wie ihr gesehen habt. Aber trotzdem ist es interessant. Und vor allen Dingen mit den Rätseln finde ich sehr interessant. Und dann halt mit diesen Abwechseln, mal sie, mal die Katze. Das Prinzip gibt es schon. Gibt es einige Spiele, wo man zwischen den Charakteren hin und her wechseln muss, um weiterzukommen. Aber hier mit der Katze und vor allen Dingen, dass man die Katze aussuchen kann, wie sie aussehen soll und so, finde ich voll cool gemacht. Also, das ist geil. So, den Link dazu, also den PSN-Link, packe ich euch in die Videobeschreibung. Ich würde mich jetzt hier auch verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein, ahoi. Sagt euer Odin. Noch schnell den Ausknopf hier.